Von alten Meisterwerken bis hin zur zeitgenössischen Kunst bietet das Dorotheum alles, was das Kunstsammlerherz begehrt. Gemälde, Juwelen, Musikinstrumente, Oldtimer, Teppiche und sogar Waffen sind nur eine kleine Auswahl von den Schätzen, die das Auktionshaus verwaltet und betreut. Aber wie ist das Unternehmen aufgebaut und was ist die Geschichte dahinter? Das Unternehmen wird 1701 von Kaiser Josef I. gegründet und zählt daher zu den ältesten Auktionshäusern der Welt. Der Hauptsitz des Kunsthandels befindet sich im prunkvollen Palais Dorotheum in der Dorotheagasse in der Innenstadt. Die Räumlichkeiten entsprechen allen Anforderungen eines großen Auktionshauses und sind ein attraktives Ambiente für internationale Versteigerungen. Weitere Niederlassungen und Repräsentanzen finden sich heute in München, Düsseldorf, Mailand, Rom, London, Prag und Brüssel. Das Dorotheum hat seit 2001 private Eigentümer, die das Haus mit großer Begeisterung für Kunst weiterführen. Ihr Ziel ist es, Wien als Auktionsstandort weiter auszubauen und dabei den Charme und die Tradition zu erhalten. Mit einem starken Kundenservice von über 100 Experten und internationalen Kontakten zählt es als beliebter Treffpunkt für Kunstinteressierte und Sammler.